gibt nicht den perfekten Laufschuh. Das ist immer ein gewisses Wunschdenken. Man braucht unterschiedliche Modelle für eben auch unterschiedliche Füße und unterschiedliche Bedürfnisse. Die Erfahrung, die wir vom Laufsport mitbringen, aus 40 Jahren Laufen, die fließen halt hier auch in so einen Schuh mit rein. Der Produkttest, den man am eigenen Körper sozusagen eben ausprobiert, der fließt hier mit ein. Welche Materialien nehme ich, welche Schnitte nehme ich, wie sind die Nähqualitäten, welche Weichheit baue ich in den Schuh ein. Das ist eben, weil man das Produkt eben halt auch selbst austestet und dann auch weiß, wovon man spricht, wenn man es verkauft. Das muss ich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie gut sich eigentlich ein Lungenschuh trägt. Und ich freue mich auch immer, wenn ich unterwegs immer mal wieder einen treffe, der auch einen Lungenschuh anhat. Und finde ich schon toll. Wir sind eine Schuhproduktion, die komplett ohne Formbau auskommt. Normalerweise ist, wenn Sie in Asien Schuh fertigen, geht nichts ohne Formbau. Und das heißt aber erstmal eine Investition bis zum ersten Modell, haben Sie 100.000 Euro ausgegeben. Das sind wir umgangen durch einfach die entsprechende Software und die entsprechende Maschinentechnik, die wir hier vor Ort haben. Und können so von in relativ kleinen Losgrößen fertigen. Und unsere kleinste Losgröße ist irgendwie aktuell 300 Paar. Das kann keiner. Das ist jetzt nicht nur harte Arbeit, was wir machen, sondern wir müssen kreativ sein. Wir müssen zwar im kaufmännischen Bereich und vielleicht noch im technischen Bereich, aber es ist eine Form von Kreativität bei uns gefragt. Wir müssen Lösungen finden. Und um diese Lösungen zu finden, braucht man ein bisschen Muße. Ne? Und das ist halt hier auch gegeben. Ne? Wenn man hier in der Mittagspause draußen sitzt, haben wir hier das Dorfleben, haben hier die Kühe um uns rum und haben also eine schöne Landluft. Ne? Das ist schon inspirierend, finde ich. Die Affinität zu Mecklenburg-Vorpommern war immer da. Wir haben viel Unterstützung hier bekommen im Land, nicht? Also aus der Politik, aber eben auch aus der Wirtschaft. Und man hat uns hier wirklich mit offenen Armen empfangen. Insofern ist es ein Land zum Leben. Aber was tut man am meisten im Leben, ist eben halt arbeiten. Ne? So sieht's aus. Und warum nicht in so einem schönen Ambiente arbeiten? Warum soll man sich das antun? Irgendwo in beengten Verhältnissen. Hamburg ist teuer, ne? Das dürfen wir nicht vergessen, wir kommen aus Hamburg. Eine Schuhfabrikation, die können Sie nicht in einer 700 Quadratmeter Aluhalle durchziehen. Ne? Manolo Blahnik hat mal gesagt, Sie können keine schönen Schuhe in einem hässlichen Gebäude bauen. Und insofern sagen wir auch so, nee, das drumherum muss stürmen. Wir wollen uns hier wohlfühlen, das ist ja wie ein zweites Zuhause. Das ist eigentlich hier, wir sind eigentlich geborene Mecklenburger vom Herzen.